anschauen. Roman, keine Chance für Andreas Schörns. Keine Chance für den Andreas in dieser Situation. Der Steffen, der bis dahin wirklich ein schwaches Spiel geliefert hat, lässt hier aber trotzdem dann seine Qualität da aufblitzen und macht das so wichtig 1-1 aus einer Standardsituation. Ja, und dann hat Rapid so richtig Fahrt aufgenommen. Peter Backholt hat dann Trimmel für Draz angebracht und das war wahrscheinlich die entscheidende Szene in diesem Spiel. Es geht dann nämlich gleich weiter. Trimmel hat einen Elfmeter herausgeholt. Faul oder nicht faul von Kramann ist die Frage. Ballkontakt hat es keinen gegeben von Kramann. Hat es Körperkontakt gegeben? Das ist die Frage. Es ist auch hier wieder schwer zu erkennen, aber ich im Tempo war mein erster Gedanke, dass es Elfmeter war und ich bleibe auch hier bei der Meinung, dass es ein Elfmeter war und somit auch dann der Ausschluss gerechtfertigt ist. Es ist wahnsinnig schwer für den Verteidiger, wenn ein Spieler wie der Trimmel im vollen Tempo auf ihm zuläuft, im 16er, es ist ganz schwierig. Der Trimmel hat da wirklich einen super Spieler abgeliefert und hat alles richtig gemacht. Ja, und der Kapitän Steffen Hoffmann, der den Freistoß versenkt hat, der tritt dann auch an zum Elfmeter, aber da kann sich dann Schranz wieder auszeichnen. Ja, er ritt die Ecke, der Elfmeter war wirklich gut geschossen auch, aber er war dort der Schranz und hat so das Tor verhindert. Dann das 2-1, Mario Konrad, sein erstes Bundesliga-Tor für Rapid nach einem herrlichen Pass von Trimmel. Ja, wieder setzen sie sich da wieder über die Seite richtig durch und dann bei diesem Abspiel hat er ein bisschen Glück, glaube ich, weil der Ball unabsichtlich durch die Beine des Verteidigers geht. Die Kärntner reklamieren hier zwar abseits, aber es war keines. So, und jetzt schauen wir gleich wieder hinaus ins Hanapi-Stadion zu Peter Brunner, der hat Frankie Schinkels vor dem Mikrofon. Aha, und das Interview kann noch nicht stattfinden, tut uns leid, liebe Zuschauer, das heißt, wir machen weiter mit unseren Szenen in der 85. Minute, dann das 3-1, und zwar, da hat dann die große Gala von Christopher Trimmel begonnen, das war sein erstes Tor an diesem Abend, ein Alleingang. Gut, das macht er wirklich gut, nützt hier die Löcher in der Abwehr. Die Kärntner haben sich im Prinzip aufgegeben, sie konnten nicht mehr dagegenhalten. Die sind ja richtig in der Defensive dann mit dem 2-1 auseinandergefallen, je länger das Spiel gedauert hat und das war dann ein leichtes Spiel für Rapid. Also Kärnten hat nicht mehr stattgefunden in den zweiten 45 Minuten. Ja, Frankie Schinkels, der kann einem wirklich leid tun, wieder hat seine Mannschaft geführt und wieder ist sie ohne Punkte abgereist. Aber der Mann des Spiels, das war heute mit Sicherheit Christopher Trimmel. Sein zweites Tor in diesem Spiel, das 4-1 für Rapid in der 87. Minute. Gut, man sieht ja, es war dann viele Situationen wie diese, wo ein, zwei Rapid-Angreifer alleine auf den Schranz zugelaufen sind und die Verteidiger von Kärnten ganz einfach nicht mehr mitgekommen sind. Wie gesagt, das war dann, hier macht das richtig, der Janowitsch, es war Bestand von 2-2, eine ähnliche Situation, wo er alleine abschließen will, wo er das Tor nicht macht und hier macht alles richtig, schaut auf, spielt den Ball in den Lauf und er erzielt dann leicht das Tor. Und dann gibt es auch noch das 5-1 in der 91. Minute und wir haben ein bisschen im Archiv gestöbert. Es war der zweitschnellste Hattrick in der Bundesliga-Geschichte. Innerhalb von 6 Minuten 3 Tore von Clemens Trimmel. Der zweitschnellste Hattrick nach Hans Krankl 1977. Und wieder die Kärntner Abwehr in Auflösung begriffen. Ja, wieder ein ganz leichter Pass da durchs Zentrum und er läuft wieder auf den armen Schranz zu. Der tut mir wirklich leid, der hat eigentlich gut gehalten und gegen diese Tore kann er gar nichts mehr machen. Da haben sie sich dann aufgegeben, die Kärntner, ja. Wir schauen einmal in die 56. Minute, da hat Jelavic einen Treffer auf den Beinen gehabt, trifft aber nur die Stange. Das ist richtig, das war ein schöner Pass hinter die Verteidigung, das macht er auch wirklich schön. Da hat er beim Abschluss Pech da und der Ball wird noch an die Stange gelenkt. Also Jelavic, der Nachfolger sozusagen von Jimmy Hoffa, heute ohne Torerfolg. Und dann hat es noch einmal 11er-Alarm gegeben im Kärntner Strafraum. Und wieder war es Christopher Trimmel, ein Foul von Hirlander an Kulowitz. Und das eine krasse Fehlentscheidung, oder? Ja, also hier nicht auf Elfmeter zu entscheiden, das ist eigentlich ein Kunststück. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr weiter darüber diskutieren. Man sieht es hier eindeutig, da kommt er viel zu spät. Wie kann das passieren? Hat er es nicht gesehen? Ich hoffe es für ihn, dass er es nicht gesehen hat, weil wenn er es gesehen hätte und ihm nicht gegeben hätte, wäre er ja streng fahrlässig. Also hier kein Elfmeter, eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter René Eisner. Und dann hat es noch eine große Chance gegeben durch Jelavic. Die haben wir zuvor schon angesprochen, da hat er nicht abgespielt.
auf Trimmel. Aus einem Konter raus. Aus der eigenen Hälfte heraus, ja. Kommt der Ball in die Spitze, wo auch Kärnten schon in der Auflösung war. Und hier muss er einfach abspielen. Bei Stand von 2:1, wenn es hier 3:1 steht, ist die Partie gegessen. Und da ist, glaube ich, das war ungefähr in der 80. Minute, da geht es noch 10 Minuten. Und oft ist es dann so, dass du eine Standardsituation bekommst, einen Eckball oder einen Freistoß, dann steht es 2:2 und dann ist sicherlich die Hölle los in der Kabine. Trimmel völlig frei in der Mitte, aber beschwert hat er sich nicht wirklich. Ja, ich denke, da hat er noch ein bisschen Respekt im Moment. Wenn er weiter so spielt und trifft, das nächste Mal wieder schon schimpfen. Also mit Christopher Trimmel hat Rapid offensichtlich einen perfekten Nachfolger gefunden für Jimmy Hoff. Und jetzt schauen wir noch einmal hinaus ins Hanapi-Stadion. Am Interview ist Mario Konrad. Ja, 5:1 Erfolg. Am Anfang hat diese Hitzeschlacht ganz schlecht begonnen für Rapid. Warum hat man dann das Spiel so schnell eigentlich mit dem Schalter umlegen können zugunsten Rapids? Naja, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit haben uns sehr schwer getan. Die Kärntner haben die Räume sehr eng gemacht. Wir haben fast keine Lücke gefunden zum Durchspielen. Haben dann das 0:1 auch noch hinnehmen müssen und dann ist doppelt so schwer geworden. Und ja, zweite Halbzeit dann, glaube ich, haben wir uns mehr bewegt, haben mehr Räume gehabt, haben gefightet und unterm Strich, glaube ich, geht der Sieg in der Höhe in Ordnung. War der Wechsel von Trimmel entscheidend auch, dass sich im Spiel viel geändert hat? Naja, wenn man 3 Tore macht und einen Assist, dann glaube ich schon, dass das entscheidend war. Der hat super gespielt. Ja, und ich gratuliere ihm. Wichtig natürlich Steffen Hoffmann, der auch mit der Standardsituation gerade so eine Partie, wo man so nicht so gut reinkommt, einfach immer drehen kann. Ist das auch wichtig für die Mannschaft, diese Sicherheit von Hoffmann? Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, wenn man speziell wie wir heute über Standardsituation wieder zurück ins Spiel kommen, tut sich die ganze Mannschaft einfach leichter. Wir sind vorher relativ schwer durchgekommen und dann ist das so ein bisschen eine Lösung, wenn man dann gerade durch einen Standard wieder zurück ins Spiel kommt und wie man sieht, hat es uns geholfen. Es war auch der Hitzetest für den Europacup. Wir haben heute schon Zypern-Temperaturen. Wie viel Kraft hat das Spiel gekostet? Hat man sich doch ein bisschen schonen können in den letzten 20 Minuten? Naja gut, ich glaube, wir haben dann von dem Ausschluss von Kärnten profitiert. Haben dann wesentlich mehr Räume gehabt und haben dann das Spiel eigentlich auch viel ruhiger angehen können. Erste Halbzeit war es aber für beide Mannschaften relativ schwer zum Spielen, gerade von der Hitze her. Aber ich glaube, zweite Halbzeit waren wir dann schon sehr gut drauf eingestellt. Danke, ab unter die Dusche. Danke vielmals. Ja, warum sind die Kärntner in der zweiten Halbzeit eigentlich so zurückgefallen? Das Vorchecking aus der ersten hat das gerade bei diesen Temperaturen zu viel Kraft gekostet. War es vielleicht auch die falsche Taktik von Frenke Schinkels? Na, das ist kein Problem, keine Frage der Taktik. Möglicherweise sind sie körperlich dann ein bisschen eingebrochen. Es war die rote Karte dabei zu zehnt, dann war es auch schwierig. Die Hitze kommt dazu. Ja, und es ist natürlich dann auch eine Qualitätsfrage, so weiterzuspielen die ganze Zeit. 5:1 also für Rapid und wir gratulieren Peter Backold. Ja, 5:1, Peter Backold, ein ganz klarer Sieg hier. Sie haben während des Spiels auch dann Christopher Trimmel gebracht. War das heute auch ein entscheidender Punkt, dass man die Partie dann so klar drehen konnte? Ja, weil bei Christopher Trazan ist heute leider nichts gelungen, ist aber verständlich. Junger Spieler, jetzt 4 Spiele und dadurch habe ich in der Halbzeit reagiert, habe in der Halbzeit gleich den Christopher Trimmel gebraucht, habe auch taktisch ein bisschen umgestellt, habe den Steff auf die andere Seiten gezogen und um zu schauen, was Kärnten damit macht. Kärnten hat halt weiter in diese Mantikon gespielt auf dem Steff, aber dafür hat der Christoph auf seiner rechten Seite enorm viel Platz gekriegt und hat den Gegenspieler wirklich hervorragend ausgespielt und natürlich sind die Tore natürlich auch sehr, sehr wichtig für ihn. Aber nicht nur für ihn, glaube ich, für die ganze Mannschaft. Also ein Match, das ein bisschen langsam begonnen hat, hat dann ein furioses Ende genommen. Rapid gewinnt gegen Austria Kärnten mit 5:1. Dankeschön, Herr Roman Melich, fürs Analysieren im Studio. Wie geht's bei uns weiter? Es gibt heute ja noch 2 Spiele, nämlich Sturm gegen Mattersburg und Austria gegen Kapfenberg. Und eine interessante Meldung gibt's auch noch von der Schwimmweltmeisterschaft in Rom. Am Rande dieser WM ist nämlich Markus Rogan in eine Schlägerei verwickelt worden. Die ersten Bilder davon, die sehen Sie dann im aktuellen Kurzsport ab 19.54 Uhr in ORF 2. Hier in ORF 1 geht es jetzt weiter mit einer weiteren Folge von CSI Miami. Ich darf mich verabschieden. Auf Wiedersehen.